Hallo und willkommen zu meinem dritten Let's Play auf der Old Map. Heute, wie gesagt, wollte ich ja den Drescher hatte er fertig, den wollten wir umsetzen und zum Rapsfeld bringen. Und in der Zeit kann ich dann mit meinem Sammelwagen die Schwaden weiter einsammeln. Und dann können wir das auch dann alles schön wieder abgeben. So, den werden wir mal erstmal dahin fangen. Fahren wir hinten über diese schöne Wiese. Ah, da kommt wieder der Autokorso. So. So, wir stellen Helfer ein. Ein bisschen Kohle haben wir schon, dass ich in der Zwischenzeit auch was anderes machen kann. So, wie gesagt, aber im zweiten Display hier gesagt, wir gehen Armbrot essen. Ich denke mal, dass er fertig ist mit dem Essen. Wunderbar. Dann können wir auch gleich den Hänger zum Feld bringen. Und dann sammeln wir die Schwaden ein. Links ist frei. Auf geht's. Also wie gesagt, wird echt Zeit, einen neuen Schlepper zu kaufen. Aber beim Schwadensammeln muss er echt schon kämpfen, hier der Bruder. Aber das, wenn ihr das seht, ihr nachher bestimmt, weil so ein voller Hänger, der schiebt doch ganz schön. Und aus dem Grund, wie gesagt, muss dringend ein neuer Schlepper her. Hier können wir die ganze Sache stehen lassen. Ich fahre auch gleich wieder hier hinten durch. Muss ich mir den ganzen Hof kaputt fahren? Oh, aber fast mein Haus und meinen schönen Trecker. Gibt's ja gar nicht. Diese Spuren haben es echt in sich.
So. Jetzt merkt man doch schon, dass er sich echt quält. Also wie gesagt, es wird Zeit für einen neuen Schlepper. Den kleinen Streifen noch weg hier. So. Da sieht man, wie der Hänger doch schiebt. Das ist schon echt enorm. Ich habe meinen guten alten Zaun noch kaputt, verdammt.
wir die auch noch mit hier und dann haben wir das auch geschafft. Frosch im Hals heute. Was ist denn los? So. Wegbringen. Hänger abstellen. Gucken, was der Deutscher sagt. Ach, da sieht man das. Wenn man zu schnell ist, wenn er echt umkippt, dann ist echt scheiße. Dann hat man ein Problem, würde ich sagen. Zack. So. Jawohl, er ist noch am Arbeiten. Das ist gut. Wenn ich ihn gleich jetzt mal einmal abtanke. So, ich bringe das mal weg, wir brauchen Kohle. Mal gucken, was das einbringt. Vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit und können uns gleich noch einen Schlepper kaufen. Mal gucken, was er sagt. Ja, das sieht gut aus. So. Stellen wir den hier gleich mal ab. Weil hier drüben haben wir auch Raps. So. Zack. Und auf zum Händler. So, wo ist er denn, unser schöner Fendt? Hier haben wir ihn. Den wollen wir haben. Und dann haben wir noch Gewichte. Und das wollen wir haben.
Wunderbar. Oh, guck mal, 5,4 Euro Kontostand. Der sieht doch nice aus, oder nicht? Gibt's auch eine schöne Zwillingsbereifung. Richtig cool. Der hat Power 240 PS. Wunderbar. So. Dann werden wir den noch zum Hof bringen. Zack. Es wird dunkel, die Lampen gehen an. Oh, bei der Bullerei brennt noch Licht. Die Bullen schlafen noch nicht. Sesam, öffne dich. So. Habe ich das gute Teil gleich mal hier hinstellen. Dann können wir nämlich die abgedroschenen Felder auch dann düngen. Aber das sehen wir dann im nächsten Let's Play. Bis dahin würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, das Feld lassen wir noch fertig machen. Dann verabschiede ich mich für heute und hoffe auf ein paar Likes oder ein paar Abos von unserem Lohnunternehmen oder vom Agratec AGT Multigaming. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und unsere anderen Videos liked, weil wir haben ja noch mehr, wir spielen ja mehrere Spiele, Far Cry, Emergency, Train Simulator und. Also, bis dahin sage ich Tschüss, euer Thomas.